Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier spricht euer Yasin. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir einmal die Hypnose ein Stückchen näher bringen, dass du einmal verstehst, was Hypnose denn überhaupt ist. Hypnose hast du schon oft genug in deinem Leben erlebt. Kennst du dieses Gefühl, wenn du im Kino sitzt und du bist voll und ganz dabei? Du empfindest Gefühle, du bekommst Angst, du staunst, du lachst, obwohl du genau weißt, dass du in einem Kino sitzt. In dem Moment bist du in einem hypnotischen Zustand. Es ist dunkel, der Sound, die Gemütlichkeit und dein Fokus bei dem Film. Genauso, wenn du zum Beispiel unterwegs bist auf der Autobahn. Du fährst und fragst dich irgendwann, wo ist denn die letzte halbe Stunde geblieben? Auch das ist ein hypnotischer Zustand. Es ist gut möglich, dass du diesen Zustand noch mehr erlebst, wenn es regnet oder besonders, wenn es nachts ist. Weil dann ist dein Fokus voll und ganz auf der Straße. Du liest zum Beispiel ein Buch. In dem Moment, bist du voll und ganz dabei. Blendest alles um dich herum aus und fängst an, deine Vorstellungskraft zu aktivieren und bist voll und ganz in diesem Buch. Und genau auch dann bist du in einem hypnotischen Zustand. Du solltest keine Angst vor der Hypnose haben, denn es geht darum, dass du auch die Möglichkeit hast, durch die Hypnose etwas zu verändern. Dann gibt es auch immer welche, die sagen, mich kannst du nicht hypnotisieren. Nun, wenn jemand sich dagegen wehrt und so im Kino sitzt. Na, das sind doch alles nur Schauspieler, ne? Du, das ist doch gar nicht echt. Und guck mal, die weint. Ja klar, bist du dann nicht in diesem Zustand. Du holst dich ständig raus davon. Wenn du am Autofahren bist und du bist abends unterwegs und bist die ganze Zeit in deinem Handy herum, dann bist du natürlich, du hast keinen Rapport mehr und du bist dann nicht mehr auf der Straße. Deine Aufmerksamkeit geht hin und her, hin und her. Genauso wie wenn du ein Buch liest, und du reagierst ständig auf alles, was um dich herum passiert, dann bist du nicht dabei. Und es geht nicht darum, ob ein Therapeut dich hypnotisieren kann oder nicht. Es geht darum, kannst du überhaupt in diesen Zustand oder hast du das schon verlernt? Denn als Kind warst du sehr oft in diesem Zustand. Und es geht darum, bewusst diesen Zustand in gewissen Situationen zuzulassen. Denn die Hypnose geht in dein Unterbewusstsein. Und du hast in deinem Unterbewusstsein unglaubliche Ressourcen, die man aktivieren kann. Und deshalb solltest du keine Angst vor der Hypnose haben. Ganz im Gegenteil. Du kannst durch die Hypnose dein Leben verändern. Du kannst auch lernen, dich selbst zu hypnotisieren. Tag für Tag durch Meditation und dadurch dein Leben verändern. Ich werde jetzt auf diesem Kanal immer wieder Videos posten über Hypnose, über ein bewussteres Leben. Denn vergiss es nicht. Wenn du dein Leben mit einer Note 1 bewerten möchtest, dann musst du lernen, dein Leben zu verändern. Wenn du es schon bist, dann Daumen hoch für dich. Und wenn nicht, dann lass uns doch gemeinsam einen Teil miteinander verbringen, deines Lebens und dein Leben zu verändern. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Abonnier auf jeden Fall diesen Kanal. Mach's gut.